3 Wochen sind seit dem grünen PR-Debakel rund um die Vorwürfe gegen Lena Schilling vergangen. Der Schaden ist laut Umfragen angerichtet. Wie es wirklich aussieht, das sehen wir freilich erst nach dem Wahltag. Bis dahin wird die EU-Spitzenkandidatin der Grünen kämpfen wie eine Löwin, wie sie selbst sagt. Ich darf Sie jetzt hier bei uns begrüßen. Lena Schilling, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Frau Schilling, man konnte sich in den letzten Wochen vor Interviews nicht so ganz sicher sein, ob da nicht doch noch was kommt. Jetzt ist es nicht mehr lange bis zur EU-Wahl. Das war es jetzt, oder? Von den Vorwürfen. Haben Sie Ihre Chats alle durchgelesen? Natürlich habe ich mich mit allem befasst, was da im Raum gestanden ist. Und es ist ganz klar für mich, dass wir jetzt die letzten Tage zumindest um Inhalte kämpfen, darum, worum es geht. Wir haben gerade vorhin die Bilder gesehen von den Überschwemmungen in Deutschland, von der Situation, die die Klimakrise heute schon für Leute bedeutet. Und da ist jetzt ganz klar, wo der Fokus liegt. Haben Sie eigentlich, als die Geschichte im Standard publik wurde, davor schon Wind davon bekommen? Es gab davor und immer wieder natürlich Gerüchte und Mutmaßungen und Anfragen. Und ehrlicherweise hätte ich einfach nicht gedacht, dass das so kommt oder dass sowas daraus entsteht. Aber natürlich hört man davon, dass Leute miteinander sich unterhalten und ich werde die abstrusesten Dinge gefragt. Also auch in den letzten Wochen kamen von verschiedenen Medien verschiedenste Anfragen, die nur noch absurd waren. Was zum Beispiel? Ob ich das Lobaucamp selber angezündet hätte. Und dieser Tag war einer der schlimmsten in meinem Leben. Es gab von einem Rechtsaußenmedium die Anfrage von Männernamen, die abgefragt wurden, mit wem ich denn was gehabt hätte. Viel absurder geht es dann wirklich nicht mehr. Und da ist jetzt wichtig, einen Schlussstrich und eine Grenze zu ziehen. Denken Sie jetzt eigentlich anders auch über den Standard, ein Medium, von dem man das ja eigentlich so auch gar nicht erwartet hätte? Ich glaube, es ist falsch, wenn Politiker und Politikerinnen über Medien urteilen oder über Medien sprechen. Es gibt einen Presserat und der wird auch tagen, der wird sich damit auseinandersetzen, wie diese Geschichte stattgefunden hat und was das bedeutet. Ich glaube, das ist der richtige Ort dazu und ich werde weiter versuchen, für Klimaschutz zu kämpfen und vor allem mich dafür einsetzen, worum es geht, nämlich unsere Zukunft und dass das Leben für die allermeisten Menschen besser wird. Und weil Sie gerade von diesen Anfragen gesprochen haben, die Sie teils von Medien bekommen, glauben Sie, wurde in unserer auch politischen Gesellschaft jetzt eine Grenze überschritten, wo möglicherweise ja, das Tor jetzt offen steht für sehr private Inhalte? Es haben jedenfalls Grenzüberschreitungen stattgefunden, das ist relativ klar. Ich glaube, die Frage ist, was das jetzt für die weitere politische Debatte bedeutet. Und ich mag das ein Stück wegschieben von mir, weil natürlich betrifft mich das Ganze und die letzten Wochen waren auch für mich jetzt nicht super einfach. Aber für mich ist zum Beispiel die Frage, was heißt das für andere junge Menschen, die in die Politik gehen wollen? Was heißt das für andere junge Frauen? Und da möchte ich schon noch feststellen, dass ich sehr dankbar bin, dass sich die Grünen so hinter mich gestellt haben, weil ohne dieses Commitment, ohne diese gemeinsame auch Stärke nach außen und nach innen, würde ich heute nicht mehr so dastehen. Sie haben da zwei wichtige Punkte angesprochen. Einmal die Grünen. Werner Kogler sprach ja ganz zu Beginn von Gefurze und Gemurkse, hat sich dann entschuldigt bei der nächsten Pressekonferenz. Dann Generalsekretärin Olga Voglauer, die von Silberstein-Methoden sprach, ebenso eine Entschuldigung dann danach. Also irgendwie ist das alles nicht so rund gelaufen, kann man sagen. Es war eine Situation, die es so in Österreich noch nie gegeben hat. Und das stelle nicht ich fest, sondern der Chef vom Presserat hat das so gesagt. Das heißt, wir haben politisches Neuland betreten. Und in der Krisenkommunikation sind dann natürlich Fehler passiert. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wenn man einen Fehler macht, man sich auch dafür entschuldigt und sich hinstellt. Und das zeichnet die Grünen meiner Meinung nach auch aus. Andere Parteien hätten vielleicht versucht, das wochenlang zu verteidigen, aber sich einfach hinstellen und zu sagen, sorry, der Ton war nicht richtig oder so, sollte man das nicht sagen, ist, glaube ich, wichtig. Aber wir müssen feststellen, wir sind in einer politischen Situation, die es so noch nie gab. Und das den zweiten Aspekt, den Sie vorher angesprochen haben, Anfeindungen an eine junge Person, die gerade eigentlich in die Politik einsteigt. Denken Sie, hat das Auswirkungen auf andere junge Menschen, die sich ebenfalls entschließen, in die Politik gehen zu wollen und davor vielleicht abgeschreckt sind? Ich habe mit Freundinnen in den letzten Wochen schon immer wieder darüber geredet, wie sie das sehen. Also es sind ja viele von denen auch politisch aktiv. Und die Frage, ob sie sich jetzt vorstellen könnten, in eine so exponierte Position zu gehen. Und natürlich macht man sich dann mehr Sorgen. Also welcher Chat, was könnte man wie auslegen, was könnte man gegen einen verwenden. Aber ich finde total wichtig
zu sagen, wir stehen zusammen und ja, es braucht Menschen in der Politik. Mhm. Und es ist einfach so, ich bin ein Mensch, ich habe auch Fehler, ich habe nicht immer alles richtig gemacht in meinem Leben und ich glaube, das ist auch okay, weil ich die letzten Jahre bewiesen habe, für welche Politik ich stehe, nämlich, dass ich auf der Straße stehe und mit Herz und Leidenschaft für Klimaschutz kämpfe, dass ich Seite an Seite mit Menschen stehe, die sich dafür einsetzen, dass wir zum Beispiel leistbarere Energie haben. Und das sind die Dinge und das ist die Politik, die mich auszeichnet. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass es da auch Raum für gibt. Jedes Schrifterl ist mittlerweile ein Gifterl. Chats bei Politiker, auch in jüngster Vergangenheit, großes Thema. Unter anderem bei Sebastian Kurz, der sich ja sogar vor Gericht verantworten hat müssen. Also war er involviert oder war er informiert? Denken Sie über diese Causa jetzt auch anders, weil Sie selbst ähnliche eigentlich Vorwürfe hatten? Ich würde schon ganz klar unterscheiden. Mhm. Das eine ist jemand mit einem politischen Mandat, der über Verantwortungen, über Posten geredet hat. Das andere, und das war in meinem Fall, waren private Chats mit meinen besten Freundinnen, wo ich zum Teil die privatesten Gedanken geteilt habe. Nämlich zum Beispiel die Frage, soll ich kandidieren? Was heißt denn das? Was sind die Konsequenzen? Wie fühle ich mich dabei? Und das sind schon verschiedene Paar Schuhe, ob ich in einer Verantwortungsposition bin, ob ich ein Mandat habe, ob ich jemand bin, der Entscheidungen in diesem Land trifft und Posten vergibt, oder ob ich eine Privatperson bin, eine 22- oder 21-jährige junge Frau, die sich überlegt, den Schritt in die Politik zu machen. Und ich glaube, da muss man schon sehr klar unterscheiden, was wie politisch relevant ist. Glauben Sie, dass es in Zukunft auch rechtliche Anordnungen geben wird, dass so etwas nicht mehr erlaubt ist? Das weiß ich nicht, wie wir mit der Causa umgehen. Ich glaube, jetzt ist mal Zeit, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen auch und darüber dann in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, vor allem mit dem Presserat und durch den Presserat dann über diese Geschichte zu reden. Aber ich bin sicher nicht die richtige Person, das zu beurteilen, alleine wegen meiner persönlichen Befangenheit. Weil Sie eben jung sind, werfen Ihnen viele Kritiker auch fehlendes Wissen zur EU vor, im Allgemeinen und auch, weil es eben nicht nur um Klimathemen geht. Man muss auch sagen, es sind schon Erfahrenere an der EU-Wahl gescheitert. Wie fit sind Sie und wie haben Sie sich fit gemacht? Ich bin ja in den letzten Wochen schon in der ein oder anderen Elefantenrunde gesessen und man hat sich ein Bild machen können, es werden auch noch welche kommen. Das Erste ist, ich habe schon ab dem Beginn meiner Kandidatur mich mit Expertinnen und Experten ausgetauscht in verschiedenen Themengebieten, ob es um Außen- und Sicherheitspolitik geht, ob es um Migration geht oder um andere Themen, die damit zu tun haben, zum Beispiel die Frage, wie wir die soziale Gerechtigkeit weiter hochhalten. Und gleichzeitig habe ich mich mit NGOs, mit Organisationen getroffen und da sehr viel Austausch betrieben. Ich war selber in Brüssel, wie der Migrations- und Asylpakt beschlossen wurde und habe da mit der Fraktion und in der Fraktion auch viel diskutiert und mit den Leuten mich unterhalten. Das heißt, ich glaube, man kann sich Wissen aneignen. Es braucht verschiedene Perspektiven im Parlament. Aber klar setze ich mich jetzt dahinter. Ich habe wahnsinnig Respekt vor der Aufgabe, aber freue mich auch drauf, auf diesen Schritt. Es geht bei Ihrem Fall auch um Vertrauen und um persönliche Enttäuschungen. Was bedeutet für Sie Vertrauen? Vertrauen heißt für mich vor allem politisches Vertrauen, das klar ist, für was und wie eine Person in der Öffentlichkeit für meine Interessen kämpft. Und wenn ich jetzt einen Aufruf machen müsste an Wählerinnen und Wähler, ist es genau das. Ich kämpfe seit 5, 6 Jahren mit allem, was ich habe, dafür, die Welt ein Stück gerechter zu machen. Dafür, dass wir wegkommen von Fossilen und hinkommen in eine Welt, wo wir auf Erneuerbare setzen, wo wir leistbare Energie haben, wo wir billige, gut ausgebaute Öffis haben. Und für all das setze ich mich auch jetzt ein. In unserem Wahlprogramm steht zum Beispiel ein Punkt, hinter dem ich mit Feuer und Flamme stehe, der Europatarif. Da geht es darum, dass man um 10 Cent pro Kilometer zwischen Hauptstädten fahren kann, weil wir wissen, dass die Klimafrage eine soziale Frage ist. Weil wir wissen, wenn man sich jetzt entscheiden muss, ob ich mit dem Zug oder mit dem Flugzeug fahre, dass das Flugzeug fast 30 Mal günstiger ist als der Zug. Und das sind Dinge, für die ich mich einsetze seit Jahren und das tue ich hier noch immer genauso. Wie soll man aber das Vertrauen in die EU wieder stärken? Das hat ja zuletzt nicht so rosig ausgesehen bei uns hier in Österreich. In erster Linie darüber sprechen, was in der EU passiert. Es werden fast die Hälfte der Gesetze oder mehr als die Hälfte der Gesetze, die in Österreich umgesetzt werden, in Brüssel oder in Straßburg entschieden. Das heißt, ganz viel von unserer Gesetzgebung passiert dort. Da geht es um wichtige Gesetze wie zum Beispiel das Renaturierungsgesetz, wo es darum geht, unsere Natur in Österreich zu halten, den Boden zu schützen, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder noch durch dieselben Wälder gehen können, noch durch dieselbe Natur gehen können, durch die wir heute gehen können. Das ist das eine. Das andere ist, ich denke schon, dass es
gerade als Politikerin, als politischer Mensch, der diesen Schritt geht, meine Aufgabe ist, zu zeigen, in Österreich, auf der Straße, am Stammtisch, in Schulen, was in Brüssel und Straßburg diskutiert wird und das auch mitzunehmen und das, was in Brüssel und Straßburg passiert wird, wieder zurückzutragen. Das heißt, die Brücke zu bauen, diesen Austausch zu geben und nach wie vor hier verwurzelt zu sein. Und da werde ich mir Mühe geben, das gut hinzukriegen. Mhm. Weil oft gibt es ja die Kritik, die Politiker, man hört immer recht viel von ihnen vor den Wahlen, dann ist die Wahl geschehen und dann tauchen sie irgendwie unter und man bekommt sie nicht mehr so intensiv mit, natürlich, weil sie in Brüssel sitzen. Also sie wollen dann auch verstärkt in Österreich sich noch blicken lassen und möglicherweise auf Demonstrationen, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Wie darf ich das verstehen? Naja, überall dort, wo Menschen Interesse haben, bei Veranstaltungen, bei politischen Kundgebungen, bei Orten, wo Menschen mir auch etwas mitgeben wollen. Ich finde, Politik findet eben nicht nur in Parlamenten statt. Wir tun oft so, die da oben, die entscheiden was, und dem möchte ich mich entgegensetzen. Ich komme aus der Zivilgesellschaft. Ich habe größten Respekt fürs Ehrenamt. Dort mit den Menschen reden, wo sie sich politisch engagieren und auch ihre Gedanken, ihre Ideen mitnehmen ein Stück weit. Und deswegen habe ich einen was angekündigt vor der Wahl, und das werde ich auch halten, nämlich, dass ich einen Teil von meinem Gehalt abgeben werde und das sogar dann dafür einsetzen werde, an NGOs zu spenden, beziehungsweise mir zu überlegen, an welche NGOs das Sinn macht, und das gemeinsam mit Menschen zu entscheiden, die mir folgen auf Social Media. Mhm. Das heißt, dann immer 3 NGOs vorzustellen, damit zu kommunizieren, welche Gesetze gerade verhandelt werden, welche Themen gerade wichtig sind. Und dann können andere Menschen, nämlich die Menschen, die mit mir gemeinsam zum Beispiel Internetpolitik machen, die auf der Straße Politik machen, entscheiden, wofür mein Geld eingesetzt wird. Und das finde ich wichtig. Wir kommen jetzt thematisch zu einem ganz anderen Thema. In Deutschland, in Mannheim, wurde am Freitag ein Polizist von einem 25-jährigen Afghanen tödlich niedergestochen. Vermutet wird ein islamistischer Hintergrund. Viele sagen, dieser Angriff ist das Resultat einer Migrations- und Zuwanderungspolitik, die in der EU nicht funktioniert. Wie sehen Sie das? Zunächst möchte ich mein tiefes Bedauern und mein Mitgefühl aussprechen, nicht nur den Angehörigen und den anderen Polizisten, die im Dienst waren, sondern allen Menschen, die da mitfühlen. Ich glaube, es ist eine schreckliche Situation und wir müssen uns ernsthaft Gedanken darüber machen. Wir haben für genau solche Fälle einen Rechtsstaat und Strafrecht, und das muss auch in voller Härte angesetzt werden. Ich würde jetzt 2 Dinge versuchen zu unterscheiden. Einerseits da, wo Menschen Straftaten begehen, Menschen, egal woher sie kommen, da muss verurteilt werden. Da müssen wir uns wirklich auch Gedanken machen, wie wir präventiv handeln können. Das heißt, was braucht es an Integration? Was braucht es an Sprachkursen? Was braucht es an gemeinsamen Weltbild? All das sind Diskussionen, die wir jetzt führen müssen. Und gleichzeitig finde ich es schwierig, einen Generalverdacht gegen alle Menschen auszusprechen, die kommen. Also ja, wir haben ein Problem. Ja, wir müssen damit umgehen, aber kein Generalverdacht. Und gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik. Ich fände da total wichtig, dass wir zum Beispiel ansetzen bei dem Verteilungsschlüssel, der in diesem Migrationspakt steht, und den auch umsetzen und nicht durchlassen, dass Viktor Orban sich dem mal wieder entzieht. Wird er offenbar wieder und wird auch aber nicht zahlen, hat er gesagt. Das werden wir sehen. Das wird in der nächsten Legislatur total spannend. Aber ja, Asyl- und Migrationspolitik ist eine gemeinsame Herausforderung. Und ich möchte auch wissen, wer kommt. Ich möchte ein menschliches und geordnetes Asylsystem, wo wir uns am Ende des Tages alle darauf verlassen können, dass wir erstens in Sicherheit leben, aber zweitens auch, dass wir unsere Menschenrechte wahren. Mhm. Wie sehen Sie das? Haben wir überhaupt noch Ressourcen, um Menschen jetzt hereinzulassen? Weil das eine ist ja die Integrationsdebatte, das andere die Migrationsdebatte. Also können wir überhaupt jetzt noch sagen, wir überlegen uns, wen wir hineinlassen, wenn wir nicht einmal in den Ländern selbst, in den EU-Ländern selbst, die Menschen teilweise nicht im Griff haben, die sich nicht an die Rechte halten, die wir in den Ländern haben? Naja, zunächst muss man sagen, wir haben halt jahrzehntelang die Integrationsbudgets gekürzt. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer im Stich gelassen, das muss man so sagen. Wir haben viel zu wenig dafür getan, Integration wirklich voranzutreiben. Das wäre mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt: Was würde das heißen? Es soll niemand mehr kommen. Das sagen immer wieder Leute, aber es ist rechtlich nicht durchsetzbar und es ist auch, glaube ich, und wir werden sehen, wie das läuft, an den Außengrenzen nicht durchsetzbar. Jetzt steht in diesem Asyl- und Migrationspakt ja zum Beispiel ein Punkt, nämlich Lager, wo dann Asylverfahren durchgeführt werden, wo man dann schaut, wenn es einen Asylstatus gibt, dann gibt es ein Aufenthaltsrecht oder subsidiären Schutz oder wie auch immer. Oder, und das finde ich auch wichtig, wenn ein Asylverfahren negativ ist, dann wird es auch gemeinsame Rückführungsabkommen brauchen. Wenn aber Menschen einen positiven Asylbescheid haben, dann müssen wir uns
bemühen oder subsidiär schutzberechtigt sind oder wie auch immer, das mit der Integration ernst zu meinen und gemeinsam zu machen. Und dass in diesen Lagern an den Außengrenzen trotzdem Menschenrechte walten. Ich kann mich noch gut erinnern an die Bilder in Moria und Lesbos, wo Frauen Gewalt passiert, wo Kinder verschwinden. Das geht nicht. Wir haben als Europäische Union auch eine Verantwortung Menschen gegenüber, und die will ich hochhalten. Also beides, Menschlichkeit und Ordnung. Sie warnen in Interviews ja immer wieder vor rechtsextremen und rechten Kräften, auch bei der EU-Wahl oder etwa vor der FPÖ. Was macht Ihnen am meisten Sorgen? Die Sprache, die Rechte und Rechtsextreme in ganz Europa verwenden, trägt Gewalt in sich. Sie reden, wenn es um die Europäische Union geht, über einen roten Knopf, den man drücken will. Und wenn man auf einen roten Knopf drückt, dann fliegt was in die Luft. Herbert Kickl redet von politischen Fahndungslisten. Und dann möchte ich Sie schon fragen, was passiert mit Menschen, die auf dieser Fahndungsliste stehen? Werden die mundtot gemacht? Werden die eingesperrt? Was ist die Konsequenz? Das ist die eine Perspektive. Die zweite ist, dass wir natürlich sehen, und das sehen wir jetzt gerade sehr deutlich, die Verbindung von rechten Parteien und zum Beispiel Regimen wie dem Putin-Regime. Dass wir immer wieder sehen, zum Beispiel bei der AfD, wo es jetzt Untersuchungen gibt gegen Maximilian Krah, in dem Fall geht es um die Einflussnahme von China, aber dass da mutmaßlich Zahlungen gelaufen sind. Wir haben gesehen, dass Voice of Europe, eine Nachrichtenplattform, aufgedeckt wurde, wo auch FPÖler, auch AfDler, Interviews gegeben haben und wo zum Beispiel im Raum steht, und das wird jetzt untersucht, das ist auch wichtig, dass das untersucht wird, dass Abgeordnete im EU-Parlament gegen die Unterstützung der Ukraine gestimmt haben, wegen der Einflussnahme Putins. Das wäre das Zweite. Und das Dritte ist, wenn Rechte und Rechtsextreme in der Macht sind, dann werden normalerweise Sozialleistungen gekürzt. Das heißt, das Leben wird weniger leistbar. Können wir in Ungarn sehen, eine Durchschnittspensionistin in Ungarn bekommt 600 Euro zum Leben. Das reicht doch nicht. Krankenkassen werden gekürzt. Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, Pressefreiheit wird eingeschränkt. Das heißt, das mit dem kleinen Mann ist nichts anderes als eine Lüge. Mhm. Sie waren ja in den letzten Tagen, Wochen intensiv bei sämtlichen Wahlduellen. Und vor allem hatte man das Gefühl, sind Sie da gegen FPÖ-Kandidat Harald Wilimski angetreten. Also man hat jetzt in kurzer Zeit schon viel Zeit miteinander verbracht. Hat man sich da trotzdem, also trotz den doch thematischen Differenzen, auf eine Art und Weise persönlich kennengelernt und schätzen gelernt möglicherweise sogar? Das, was ich jedenfalls habe, ist Respekt für jede Person, die bei Wahlen antritt, die bei einer demokratischen Partei ist und sich wählen lässt und sich diesen Diskussionen und Formaten stellt. Also Respekt habe ich allen anderen, meinen Mitkandidaten natürlich gegenüber. Was viele überrascht hat, bei der ersten Krone und Puls 4 Elefantenrunde hat Harald Wilimski Sie verteidigt in den Vorwürfen, die es um Sie gegeben hat. Hat Sie das auch verwundert? In dem Moment hat mich das natürlich verwundert. Es ist ja dann auch relativ schnell wieder ein anderer Kurs gefahren worden. Also kurz danach hat die FPÖ Werbung zum Beispiel auf Facebook geschaltet, wo genau das Gegenteil gemacht wurde, nämlich falscher 50er geschrieben und so weiter. Das heißt, diese kurze, spontane Solidarität freut mich natürlich. Langfristig hat das dann nicht gehalten. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben es vorhin schon im Beitrag gehört, das EU-weite Verbot von Diesel- und Benzinbetriebenen Neuwagen ab 2035, das ist eigentlich fixiert, das soll im 2026 nochmal überprüft werden. Gestern gab es einen runden Tisch, unter anderem auch mit Kanzler Karl Nehammer, der sich da wirklich nochmal gegen dieses Verbrennerverbot ausgesprochen hat und hier auch sich Strategien überlegt, wie man denn weitermachen könnte. Was sagen Sie dazu? Ich finde das total schwierig, weil wir stehen vor einer Aufgabe. Wir haben eine Klimakrise. Wir sehen, dass die Klimakrise heute schon Menschen in ihrer Existenz trifft. Wir können an letzten Sommer denken, wo wir mehr Hitzetage hatten als je zuvor, wie Europas Traumstrände gebrannt haben. Wir sehen jetzt die Überflutungen. Wir haben die Überflutungen in Kärnten gesehen und es wird Österreich vielleicht auch noch treffen. Das heißt, ja, wir brauchen eine Transformation. Und wir müssen uns überlegen, der Verkehrssektor ist der, in dem die Emissionen seit den 90er Jahren am meisten ansteigen. Das heißt, da müssen wir einfach was tun. Jetzt ist der Plan ja, die Automobilindustrie umzubauen. Das heißt, die Arbeitsplätze zu sichern und jahrelang vorzuplanen, dass wir auf E-Autos umsteigen, dass wir auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Und das heißt ja nicht, dass wir 2035 alle Garagen aufbrechen und alle Diesel und Benziner raushauen, Blödsinn, sondern die werden dann einfach nicht mehr zugelassen. Das heißt, alle Menschen, die dann noch ein Auto haben, werden das auch weiterfahren können. Aber es braucht für die Wirtschaft Planungssicherheit. Und selbst der Audi-Chef, und es braucht jetzt niemanden wundern, dass das nicht mein größter Verbündeter ist normalerweise, hat gemeint, die Zukunft ist die E-Mobilität, ist das E-Auto.
Und ich finde schon, dass wir vor allem auf den Ausbau von dem öffentlichen Verkehr setzen sollten, dass wir vor allem schauen sollten, wie wir, die Bahn ist die beste Art der E-Mobilität, aber wir werden natürlich auch noch Autos haben und die müssen dann leistbar sein und damit die leistbar sind, müssen wir E-Autos billiger machen. Fahren Sie dann eigentlich immer mit dem Zug nach Brüssel oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich war jetzt eben einmal schon in Brüssel mit dem Zug, 12,5 Stunden. Ich habe schon vor, meistens mit dem Zug zu fahren. Es kann natürlich sein, wenn ein familiärer Notfall ist oder wenn irgendwas akut ist, dass das mal nicht halten wird. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon vor, Zug zu fahren. Und dann kann man sich auch darauf verlassen, dass ich mich dafür einsetze, dass die Züge pünktlich sind und schnell fahren. Ja, und vielleicht auch günstiger werden. Ich habe da den Vergleich rausgeschrieben. Also man fährt, wenn man Glück hat, mindestens 12 Stunden. Eine Fahrt kostet aktuell zwischen 200 und 300 Euro mit dem Zug nur eine Fahrt. Ja, mit dem Flugzeug 1,50 fliegt man und jetzt gerade kostet ein Flug hin und retour 200 Euro, also eigentlich fast billiger, also auf jeden Fall billiger als Zugfahren. Ja. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Da sind wir ganz einer Meinung, das kann wirklich nicht wahr sein und dann brauchen wir nicht von Wahlfreiheit reden. Ich möchte, dass die Menschen sich aussuchen können, wie sie sich bewegen. Und wenn die Züge weiterhin so teuer sind, dann wird sich das nicht ausgehen. Deswegen ist eben eines unserer Leuchtturmprojekte, für das ich so brenne, dieser Europatarif. Weil mir geht es überhaupt nicht darum, dass man nicht in den Familienurlaub auch mal mit dem Flugzeug fliegen kann. Das will ich niemandem wegnehmen. Aber ich möchte, dass wir aussuchen können, wie wir uns fortbewegen. Und deswegen günstige Züge, schnelle Verbindungen, Ausbau und Pünktlichkeit. Weil dann ist es ganz bequem, nach Berlin oder sonst wohin zu fahren. Kurze Frage noch zum Green Deal. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass davon dann auch nach der Wahl noch etwas übrig bleibt? Das wird jetzt massiv von den Wahlergebnissen abhängen. Nicht nur von unserem, sondern europaweit, wie die Grünen abschneiden werden. Weil wir wissen, die Grünen sind die einzige Partei, auf die man sich verlassen kann, wenn es um den Klimaschutz geht. Das bedeutet, wir werden nach der Wahl evaluieren, aber auch da werde ich kämpfen wie eine Löwin, weil worum geht es denn? Es geht darum, ob wir saubere Luft haben, ob wir Wasser haben, das man trinken kann, ob wir genug Nahrung haben, ob unsere Böden noch gesund sind oder ob die versiegelt sind. Und um all das werde ich kämpfen. Frau Schilling, vielen Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Boom. Boom, 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 boom.